Wir haben es geschafft und sind jetzt auf dem Weg nach Hause. Wir machen allerdings einen Zwischenstopp in Herzogenaurach und werden uns da wohl alle mit Schuhen eindecken. Vielleicht auch mit neuen Laufklamotten. Mal sehen, ich bin ganz gespannt. Straße läuft. Auto fährt. Und wir nehmen den nächsten Teil unserer Sommerferien in den Angriff. Wir waren jetzt im Mega-Schnäppchen-Zelt, aber wirklich lohnen tut sich das. Also ich fand, dass es sich da drinnen nicht lohnt. Da gibt es wirklich nur den letzten Ramsch, den keiner haben will. Also gehen wir rüber. Genau. In den richtigen Outlet. In den richtigen Outlet-Store. Shopping! Finde ich wirklich schön, aber für 42 Euro bin ich mir irgendwie doch immer noch zu geizig. Ich ziehe sie mal, glaube ich, an. Mal sehen, ob sie mich überzeugt. Jetzt kommen wir gerade bei Adidas raus. Wir haben ein bisschen was gefunden. Was genau, zeige ich euch nachher. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil Puma und Nike schon um 7 Uhr zumachen. Und Adidas erst um 8. Deswegen haben wir so getrödelt, weil wir das nicht wussten. Aber jetzt fahren wir schnell rüber. Wir sind durch. Wir sind eigentlich nur zu Adidas und zu Puma gegangen. Aber das hat uns schon gereicht. Nike haben wir schon gar nicht mehr geschafft. Ich zeige euch mal, was wir uns besorgt haben. Also bei Puma haben wir als Schuhe bekommen. Nein, Jalo, zeig mir mal deine Schuhe. Komm her. Ich habe sie gefilmt. Ich blende sie einfach so ein. Okay. Jalo's, ja, weil Jalo wollte sie nicht mehr ausziehen. Jalos Schuhe haben 17,50 Euro gekostet. Ich dachte, die haben 30 Euro gekostet. Scheinbar nicht. Nein, haben 17,50 Euro gekostet. Ja gut, dann freut mich das noch mehr. Etiennes Schuhe. Krümelmonster, die sind ja wohl kongenial. Haben 23 Euro gekostet, sodass wir uns dazu entschieden haben, gleich das nächste Paar, die nächste Größe mitzukaufen. Ich habe mir Laufsocken für 9 Euro gekauft, zwei Paar. Mama! Ja. Und Stirnbänder für 2,50 Euro das Stück. Das klingt jetzt aber nicht nach Outlet-Preis. Was steht sonst drauf? Hätten sonst 9 Euro gekostet. Sagen Sie. Ja, sagen Sie. Gut. Bei Adidas gab es für den Mark von Pharrell Williams ein letztes Paar, die ihm Gott sei Dank passen. Das passt ganz prima zu Marc. 44 Euro. Für 44 Euro, genau. Dann die liebe Fides hat sich ein paar Laufschuhe gewünscht, die ich ihr mitbringen werde. Genau, wir spielen Weihnachtsmann. Ja, ja, genau. Aber sie muss bezahlen. Aber die kosten nur 56 Euro statt normalerweise 120. Sagen Sie. Und für Jalou haben wir ein total niedliches Ballonkleidchen mitgenommen in 104 mit passendem Schlüppi. Cool, oder? Da freue ich mich drauf. Es wird es auch noch eine Weile anziehen können, weil wir ja noch nach Mallorca fliegen dieses Jahr. Sehr schön, freue ich mich. Was hat die Mutti gekriegt? Die Mutti hat Haarbänder gekriegt. Ja, und hat hier einen Luftballon gekriegt. So, man soll vielleicht noch dazu sagen, dass es noch Nike gibt. Es Oliver. Dass es noch was für einen anderen gibt, wo man die Kraxe gekauft genau, hat. Genau, es gibt noch so einen Sportladen, der so alles Mögliche hat. Der hat alle Marken. Und da haben wir auch unsere Deuter Kraxe gekauft damals. Für 50 Euro weniger, als es eigentlich kostet.
Es lohnt sich schon ab und zu mal hier vorbeizufahren. Auf jeden Fall. Wenn es halt auf dem Weg liegt. Bei uns liegt es immer mal wieder auf dem Weg. Und wenn wir lustig sind, fahren wir vorbei. Ich bin ein bisschen traurig. Ich dachte eigentlich, ich kriege eine Hose und ein Shirt und vielleicht eine Jacke. Aber ganz ehrlich, es war mir dann im Endeffekt dann doch zu teuer. Ich habe ja eine Hose, habe ich ja angeguckt. Ja, aber das ist manchmal so. Wir dachten erst auch, dass wir mit leeren Taschen rausgehen. Da haben wir doch noch was gefunden. Aber wir waren hier auch schon, glaube ich, zwei Paris Schuhe gekauft. Das muss ich mal überlegen. Und genau. Das war so, da gab es Special Edition Star Wars Schuhe, die müssen wir Ihnen noch zeigen. Die müsst ihr dann jetzt mal einblenden an dieser Stelle. Die okay, so das blenden wir da rein. Da stand 170 Euro dran und der Marc so, aber die sind so toll, ich muss die mitnehmen. Und ich so, ja, Schatz, nimm mit, ist genehmigt von einem Mutti, ne? Genau. Und dann gehen wir an die Kasse. Und wie viel haben sie denn gekostet? Weiß ich nicht, 20 Euro oder ich glaub, so. Ja, 35 Euro oder so haben die dann noch gekostet, weil die kein Mensch haben wollte. Genau. Also bei uns stehen sie jetzt aber auch rum, weil sie ein bisschen drücken. 35 Euro. Ja, die muss ich mal eintragen. Ja. Einlaufen. Du darfst einen schönen Abschluss oder machen, ach so, oder? Okay, genau. Mein Einstudierten. Nein, die dürfen ja auch mal kommentieren. Ach so, ja gut, dann macht er seinen Einstudierten. Ich habe nichts einstudiert. Okay. Ich sag, kommentiert doch, ob ihr auch schon mal in Herzogenaurach wart und im Outlet hier was gekauft habt. Und viel besser, ob wir irgendwas verpasst haben, dadurch, dass wir nicht zu Nike gegangen sind oder vielleicht noch irgendwo anders hin, weil es irgendwas total Geiles gab, was wir jetzt verpasst haben. Genau, nächstes Mal, wenn wir hier ankommen, machen wir es andersrum. Wir fangen nicht mehr bei Adidas an, weil es direkt an der Einfahrt steht. Ja. Und deshalb schon bei Adidas und dann gehen wir zu Puma. Ich habe eh nicht so den Shopping-Bock, ja? Total, er ist immer echt, das ist für ihn immer Schützengraben. Ja, also zwei Läden, das schaffe ich noch, aber dann den dritten, das ist mir dann sehr heftig. Deshalb dann noch einen vierten und dann noch einen vierten. Das machen wir nicht. Deshalb nächstes Mal fangen wir da hinten bei Nike an oder bei, wie heißt der andere? Ist aber egal. Sport Hoffmann oder so heißt der. Ja. Aber jetzt? S. Oliver brauchen wir nicht gehen. Weiß ich nicht. Nee. Ey, von S. Oliver war mein Hochzeitsanzug. Von und der ist so schön und der passt nicht mehr. Ja, ja. Bin halt nach der Hochzeit noch gewachsen. Jetzt, aber das war's jetzt erstmal, gell? Aber Papas Hochzeitsschuhe passen noch. Ja. Die passen noch, genau. Und ich habe zu Jasmin heute schon gesagt. Das sind custom-made Adidas-Turnschuhe. Die können wir auch einblenden. Ja, die blenden wir jetzt dann auch mal ein. Nein, und ich habe zu Jasmin heute gesagt, ach, wir brauchen keine Schuhe für mich, scheiß drauf. Ich habe ja noch die Hochzeitsschuhe und diese schicken Schuhe, die trage ich erstmal. Ja, das kommt auch noch dazu, da drüben mit der Hexe, gell? Gut, dann jetzt machen wir mal Schluss. Ja? Jetzt machen wir Schluss, weil die Kinder haben Hunger. Denkt dran, vielleicht kommentiert ihr noch was. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Hier seht ihr das letzte Video. Und das hier war's noch drunter. Das machen wir alles untereinander heute mal. Und hier unten drunter seht ihr dann die Liste mit unserem Summer Road Trip, der jetzt den ersten Teil langsam zu Ende geht. Brauchen wir jetzt eine Shoppingliste? Eine Shopping-Playlist? Eine Haul-Liste? Nein. Keine Ahnung. Nein.